Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports WRC. Und als erstes gucken wir mal in den Kalender rein. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Also bräuchte man ein Fahrzeug. Wird auch nicht benötigt. Also können wir unser Team mal ausruhen lassen. Das tut unserem Team, glaube ich, sehr gut. Ja, ist keiner mehr müde. Das ist wunderbar. Ich habe mir gerade unsere Finanzen angesehen und wir erreichen unsere Cashflow-Ziele im Moment sehr gut. Das wird Max sehr fröhlich stimmen. Ja, wunderbar. Nicht zu viel Geld ausgegeben beim Nichtstun. Das doch, so läuft's. So, und dann wieder in den Kalender. Ja, und wir sehen schon hier, das wurde unser Sponsor. Event 4 von 5. Junior WRC. Da starten wir jetzt rein. Ja, ist mir klar, dass das über 2 Wochen geht. Und ja, wir hätten in der 2. Woche auch die H2-Meisterschaft gehabt, die unser Sponsor auch möchte. Aber da fehlen uns nur noch 5 Punkte. Von daher, alles gut. Techniker können wir wieder welche mitnehmen. Ja, den nehmen wir mit, der hat Ausdauer. Den können wir mal ausruhen lassen. Nehmen wir noch einen mit. Ah, der kann sich ein bisschen ausruhen. Frontantrieb, ne, brauchen wir nicht mitnehmen. Wir haben jetzt Allrad. Ja, dann nehmen wir hier Motoraufladung und Kühlerexperten nehmen wir mit. Passt. Damit gehen wir in die Championship. Zumindest, wenn das Ladebild vorbei ist. Willkommen zur vorletzten Runde der FIA World Rally Championship. Wir sind hier bei der ersten Etappe der Rallye Estonia. Eine sehr aufregende Rallye, die immer ein großes Publikum anzieht, das sich schon darauf freut zu sehen, wie die Wagen über die riesigen Sprünge abheben. Bevor wir beginnen, sollten wir einen Blick darauf werfen, was das Wetter an diesem Wochenende für die Crews bereithält. Für viele dieser Teams wird es ein vertrautes Terrain sein, denn die Bedingungen ähneln denen, die wir bei der letzten Ausgabe dieser Championship erlebt haben. Werfen wir einen Blick auf die Gesamtwertung, bevor das Rennen beginnt. Es ist eine neue Runde und eine neue Chance für viele der Crews, in der Gesamtwertung der Championship aufzusteigen. Die aktuell Gejagten an der Spitze der Gesamtwertung sind Creighton, Dominguez und Crash. Wir sind Crash. Weiß nicht warum, aber sollten bei dieser spannenden Rallye ausreichend Gelegenheit haben, sich zu behaupten. Ja. Ist die Rallye Estonia nicht großartig? Wunderbar. Die Strecke hier ist toll. Doch wir müssen die Federn versteifen, damit du nach großen Sprüngen nicht aufsetzt. Sollen wir das mal, gucken? Ich habe das noch nie gemacht, ne? Das müsste dann eigentlich Federrate Front sein, ne? Bisschen hochgezogen. Auch ein bisschen hoch. Passt. Da ich eh keine Ahnung von habe. Ja, ich möchte trotzdem weiterfahren, fortfahren. So, ja, Reifen, ein anderer Satz, ja, nee, ist klar, ich glaube, wir brauchen da mal einen Checkdown. Und dann gehen wir da auch mal hin, machen wir einen Checkdown hier, kriegen wir noch einen Satz Reifen. Start 4 links, Kuppe, viel Glück. Fünf, vier, ah, der Turbo ist einfach drei, schön, ne? 2, 1. Vier links, macht auf, in Kuppe 60. Leicht links, 80. Fünf rechts über Kuppe, macht zu und fünf links. In sechs rechts, macht auf, 40. Kuppe 70. Sprung 40. Rechts über Sprung 60. Fünf links, innen 60. Links über Sprung und 4 rechts, halblang umwandeln. 60. Links über Kuppe 170.
Ja, wie immer bei WRC werde ich ein bisschen weniger quatschen. Ja, das war doch schon mal guter Shakedown. Ja, was soll man sagen? R2, ich muss den ersten abbrechen. Ich muss meine Cockpit-Einstellung wieder vornehmen. Den habe ich dann jetzt auch rausgeschnitten. Da ist nichts Spannendes passiert. So, Reifen. Ja, würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Ein Ersatzrad haben wir mit und damit Start. Hoffentlich haben die beiden starke Nerven, denn sie bereiten sich darauf vor, sich und ihren Wagen auf der ersten Etappe des Events auf die Probe zu stellen. Ja, ich hoffe, dass wir ihn heile lassen. Start 4 links, Kuppe, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, go. 4 links, macht auf, in Kuppe, 60. Leicht links, 80. 5 rechts über Kuppe, macht zu, und 5 links. In 6 rechts, macht auf, 40. Kuppe, 70. Sprung, 40. Rechts über Sprung, 60. 5 links, innen, 60. Links übersprung und 4 rechts, verblank und wallen. 60. Links über Kuppe, 170. Großer Sprung, mittig halten, 40. Leicht rechts. Ja, der war schon größer. Nicht schneiden, langsam, 70. Kleine Kuppe, 40, 6 links, macht zu, 4, 50. Ich habe die Ansagen ein bisschen auf früher gestellt. Dankeschön für den Tipp. An der Stelle Exit. 4 rechts, macht zu, 30. 3 links über Kuppe, macht auf. Und Abzweigung, scharf rechts, 60. Wirklich viele Sprünge hier drin. 100. 6 rechts. Und 5 links kurz. Über Kuppe 160. 4 rechts kurz. Nicht schneiden. 50. Spät. 4 links übersprung. Macht auf. 6. 50. Großer Sprung. 90. Leicht rechts über Kuppe. 70. Achtung, 4 links übersprungen, 100. No. 2 scharf rechts, nicht schneiden. Gott sei Dank, so links. Strom hat's denn da gerade erwischt. Und Kuppe, 120. Sprung, 110. Langsam, 6 links und 5 rechts, halb lang, nicht schneiden. So links scharf und links über Kuppe 100. Drei rechts 30. 5 links über Sprung innen und leicht links lang in Sprung 50. Leicht rechts extra lang 30.
64. Leicht links. Oh. Jetzt hat er mich zurückgesetzt, weil ich sonst den Passanten umgefahren hätte. Aber wir sind immer noch auf dem dritten Platz, okay. Hat er gesagt, 6 rechts? Bin verwirrt. Das ist nicht gut, schon erste Etappe hier im Baum mitgenommen. Ah, bis zur Reparatur dauert noch ein bisschen, unser Kühler ist hinüber. Ah, das ist kein gutes Omen für diese Meisterschaft. Ja, aber wir werden sehen. Sehen wir es nochmal von vorne. Das sieht gar nicht so schlimm aus, aber ja, der Kühler hat halt einen weg, ne? Und nur Neunter geworden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mach kurz Cut und mach das Thumbnail. Und nun geht es für unsere Crews auf eine mittellange Etappe, auf der Müdigkeit wohl kein Problem sein wird. Die zusätzliche Länge hilft ihnen, ihr Tempo erst so richtig zu finden. Start. Ja. 6 rechts, viel Glück. Kann das einer meinem Kühler auch sagen, dass er seine Temperatur finden wird in diesem Rennen? 4, 3, 2, 1, go. 40, 6 rechts, macht auf, 30. Leicht links über Kuppe, 60. 5 rechts, langsam, 40. Abzweigung scharf links, Walle, 180. Diese Etappe haben wir jetzt auch noch einen Platten. Ja. Ja, dann wechsel doch. Oh, jetzt gewechselt. Ah, haben wir die Zeit verloren, weil ich hier den richtigen Knopf nicht gefunden habe. Sechs links über Kuppe.
nicht schneiden. 30. 5 rechts über Kuppel. 80. Kleine Kuppel. 50. Leicht links. Lang. Über Welle. Das Auto diese Etappe hier überlebt. Oh oh. Angeblich sind wir Dritter. Leicht rechts über Kuppel. 240. Schikane links Eingang. 70. Ja, miese Schikane. Das ist doch Schikane. Diese Schikane. Vielleicht sind auch noch nicht mehr als drei gestartet, weil eigentlich sind wir ganz schön weit abgeschlagen. Okay, gerade so noch. Leicht links, 70. Links über Kuppel, 350. Kuppel, 200. 5 rechts, halb lang, 70. Leicht links über Kuppel, lang. Langsam 80. Abzweigung 1 rechts. Umwandlung. 120. Dass die überall diese Ballen in die Ecken stellen hier. Voll gefährlich. Leicht links. Macht auf. In Kuppel. 160. Leicht rechts. Durchsenke. 90. Langsam. Kuppel. 70. Schikane. Links Eingang. In der Gesamtwertung gibt es nach dieser Etappe weder nach oben noch nach unten eine Veränderung. Ich habe die nicht gesehen irgendwie. Die Tour ist in einem guten Rhythmus, muss aber vielleicht noch etwas mehr Gas geben. Oh, da ist jemand auf der Etappe stehen geblieben. Das ist schade. Sie hatten wohl einen schweren Unfall und sind vielleicht sogar ganz aus dem Event raus. Ui. Das hat mich gerade wirklich ein bisschen geschockt. Ich hab das irgendwie nicht als Barriere gesehen. Erst als es zu spät war. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier. Bleibt natürlich drin, weil ist jetzt so passiert. Ihr merkt selber, ich bin gerade selber ein bisschen geschockt. Es war definitiv nicht absichtlich. Ja, müssen wir wohl bis zum nächsten Tag aussetzen.
Also zum nächsten ein Tag. Ein schönes, reibungsloses Rennen durch diese Etappe. Diese Crew wird ihre Position in der Gesamtwertung wohl vorerst verteidigen. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, aber dann ist die Etappe gelaufen. Nächste Etappe könnten wir wahrscheinlich auch noch nicht. Ich will auf jeden Fall den Schaden sehen. Okay, dein Motor hat ziemlich gelitten und liefert garantiert keine optimale Leistung mehr. Ich denke, darum sollten wir uns bei diesem Service zuerst kümmern. Und was mit dem geschockten Fahrer? Ach du, hier ist alles rot. Hier ist alles rot. Hier ist alles. Okay. Nee. Das hat so keinen Sinn. Wir machen das wie folgt. Wir brechen die Etappe ab. Ich gucke, dass ich sie nochmal neu starten kann. Dann fahren wir sie nochmal neu. Das gibt's dann für euch allerdings in der nächsten Folge. Und das jetzt mal eine kurze Folge. Mit einem unerwarteten Ende. Und dann gucken wir mal, ob es das nächste Mal besser läuft. Von daher sage ich erstmal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder... Ja, ne? Ja, ja. Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, nochmal kurzer Nachtrag. Ich konnte das Event nicht neu starten. Aber, ja. Mehr gibt's in der nächsten Folge. Von daher sage ich jetzt tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!